So, ich möchte Ihnen einfach mal eine ganze Reihe von den Dingen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Tagen in Maple zeigen. All diese Sachen mit Vektoren und Matrizen kann Maple auch. Und insbesondere kann Maple das auch für Sie machen mit irgendwelchen Zahlenmengen. Wenn wir das also später zum Beispiel mit komplexen Zahlen machen oder mit diesen modularen Zahlenkörpern, geht das auch. Und Sie können natürlich auch, wie immer in Maple, mit irgendwelchen Variablen rechnen. Also, wir fangen mal an mit Vektoren. Wie schreibt man Vektoren in Maple? Da schreibt man so spitze Klammern und schreibt dann sowas wie 1, 2, minus 1, spitze Klammer zu, durch Kommata getrennt. Und dann bedeutet das für Maple, die werden untereinander geschrieben. Maple schreibt das nicht wie wir mit runden Klammern, aber durch diese Schreibweise ist eigentlich klar, wie das gemeint ist. Und Sie können, wenn Sie das nicht durch Kommata trennen, sondern durch senkrechte Striche, erreichen, dass die Sachen nebeneinander geschrieben werden. Und mit dieser Schreibweise wird schon deutlich, dass, das haben wir eben uns auch überlegt, dass Maple eigentlich damit meint, das sind quasi irgendwelche Matrizen. Denn ich kann auch irgendeine Matrix nehmen, es gibt hier zum Beispiel so eine Matrixpalette, und kann sagen, ich möchte eine 2×2-Matrix haben, hier steht das, zwei Zeilen, zwei Spalten. Dann sage ich einsetzen und kann hier irgendwelche Werte eintragen, 3, 5, minus 7, 4, und bekomme das hier, und Sie sehen, die werden alle gleich geschrieben. Also aus Maples Sicht, und das ist ja auch völlig sinnvoll, das so zu machen, ist das hier eine 2×2-Matrix und das hier ist eine 3×1-Matrix. Aber die wird dann halt als Vektor behandelt, ne? Und die Dinge kann man dann auch miteinander verknüpfen. Ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Ding hier mit einem Namen versehen. Das letzte Ding, Sie entsinnen sich, Prozent ist immer das letzte Ding. A ist jetzt also die Matrix, die so aussieht. Und dann nehme ich noch eine andere Matrix B, die zum Beispiel zwei Zeilen und drei Spalten hat. Habe ich jetzt hier geändert. Dann lasse ich die hier einsetzen. Denke mir hier auch irgendwelche Werte aus. Jetzt habe ich eine andere Matrix und ich kann Matrizen miteinander multiplizieren. Allerdings darf ich da nicht das übliche Malzeichen nehmen. Wenn ich normalerweise ist das so, ich tippe jetzt hier auf meiner Tastatur einen Stern und das sieht, taucht da auf wie so ein Malzeichen in der Mitte. Um Maple klarzumachen, dass Sie die Multiplikation von Matrizen meinen, müssen Sie einen ganz normalen Punkt machen, wie einen Satzpunkt, der dann hier unten auftaucht. Das versteht Maple als Multiplikation von Matrizen. Also wenn ich jetzt die Matrix A, das ist ja eine 2×2-Matrix, mit der Matrix B, das ist eine 2×3-Matrix, multipliziere, bekomme ich dieses Ergebnis. Wenn ich das umgekehrt mache, B kreuz A, dann meckert er, weil das ja nicht definiert ist. Ja? Genau wie wir das auch erwarten würden. Und das Gleiche kann ich auch mit Vektoren machen. Nehmen wir nochmal die Matrix B hier oben. Weil das eine Matrix mit drei Spalten ist, kann ich die anwenden auf Vektoren mit drei Komponenten. Also kann ich mir jetzt hier so einen Vektor bauen. X ist zum Beispiel der Vektor 1, 0, minus 2 Drittel. Der hier. Und kann, wo haben wir sie? Hier die Matrix B mit diesem Vektor multiplizieren. B mal Vektor X. Und dann kommt halt ein Vektor mit zwei Komponenten raus. Also das ganze Rechnen mit solchen Dingern ist möglich. Und wie ich eben schon sagte, es hindert Sie auch niemand daran, hier zum Beispiel Buchstaben einzusetzen, wenn Sie das aus irgendwelchen Gründen brauchen. Wenn der Vektor zum Beispiel einfach ABC heißen soll und den möchten Sie jetzt mit der Matrix B multiplizieren, Y hieß der, dann macht Maple das auch für Sie. Ja? Und Sie können da auch so weiterrechnen und dann zum Beispiel später erst dafür was einsetzen oder nach diesen Variablen auflösen. Und Sie können, hier haben wir nochmal x, hier haben wir y, Sie können diese Vektoren addieren. Dann kommt sowas raus. Sie können die subtrahieren natürlich. Sie können so einen Vektor x nehmen und mit irgendwas mal nehmen. Dann nehmen Sie es wieder das normale, multiplizieren, 42 mal der Vektor x. Dann kommt sowas hier raus. Sie können natürlich auch Matrizen addieren. Was haben wir hier? A hatten wir hier. Nehmen wir nochmal eine andere Matrix derselben Größe. Zwei Zeilen, zwei Spalten. Das ist eine andere. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen A plus C. Das ist auch kein Problem, dann wird das alles für uns ausgerechnet. Und auch hier hätte ich jetzt wieder sagen können, ich möchte eigentlich ein anderes C haben, wo zum Beispiel Variablen drinstehen. Hier soll nicht 9 stehen, sondern A. Und wenn ich jetzt sage A plus C,
dann bleibt das A hier auch stehen. Und genauso hätte ich auch A mal C sagen können, hätte auch schön mit den Variablen hier weitergerechnet. Also alles eigentlich so, wie wir das erwarten. Was könnte ich Ihnen noch zeigen? Es gibt natürlich auch die ganzen speziellen Matrizen, über die wir eben gesprochen haben, Einheitsmatrix, Nullmatrix und so weiter. Die können Sie einmal hier aus der Palette auswählen. Hier gibt es so spezielle Typen. Hier können Sie zum Beispiel Zero-Filled und One-Filled und Identity. Identity ist die Einheitsmatrix. Oder wenn Sie einfach mal was zum Ausprobieren wollen, klicken Sie auf Random, dann kriegen Sie irgendwelche zufälligen Werte in der Matrix. Sie können aber auch diese speziellen Werte eingeben. Dafür ist es ganz sinnvoll, wenn man erstmal das Paket lineare Algebra aufruft. Dann können Sie sowas eingeben wie Identity Matrix, also das ist die Einheitsmatrix, zum Beispiel der Größe 4. Dann kriegen Sie das Ding hier, das ist die Einheitsmatrix der Größe 4. Oder Sie geben ein, eine Nullmatrix mit zum Beispiel 3 Zeilen und 5 Spalten. Dann kriegen Sie so ein Ding, das können Sie auch alles in irgendwelche Rechnungen reinpacken. Und wenn Sie das haben, können Sie sich natürlich auch lineare Abbildungen bauen. Ja? Sie können jetzt auch sowas bauen wie, ganz genauso wie Sie sonst auch Abbildungen bauen. Wir haben ja unsere Matrix A immer noch, dieses Ding hier. Und aus A können Sie zum Beispiel die zugehörige lineare Abbildung bauen, indem Sie sagen, F soll sein die Abbildung, die den Vektor X abbildet auf die Matrix A mal Vektor X. Und jetzt können Sie in F einen Vektor einsetzen, 2, 3, bekommen als Ergebnis den entsprechenden Ergebnisvektor raus. Ja? Und jetzt können Sie tatsächlich wirklich mal überprüfen, ob das, was wir hier haben, eine lineare Abbildung ist. Also Sie können das wirklich von Maple ausrechnen lassen, indem Sie Folgendes machen. Wenn ich jetzt hier irgendwas einsetze, x1, y1, und hier setze ich ein x2, y2, nee, nicht Komma, x2, y2. Also ich addiere erst die beiden Vektoren und wende dann f auf die Summe an, dann kommt das raus. Und wenn ich stattdessen erst den Vektor einsetze, ups, das anwende und dann addiere das gleiche für den zweiten Vektor, dann kommt dasselbe raus. Das mussten Sie jetzt selbst nicht überprüfen, sondern Maple hat das für Sie gemacht und Sie können sehen, dass hier beide Mal dasselbe rausgekommen ist. Das gleiche hätten Sie jetzt mit der skalaren Multiplikation machen können und. Und zum Schluss das, worüber wir eben als letztes gesprochen haben, wenn ich so eine Matrix habe, kann man die invertieren. Nehmen wir mal die hier, unser A. Da schreiben Sie einfach A hoch minus 1 und dann gibt Maple Ihnen die Inverse zurück. Und wenn Sie sowas nehmen wie das, was wir vorhin hatten, eine Matrix, die wir nicht invertieren können, die sah ja zum Beispiel so aus, 1, 1, 0, 0, und Sie bitten Maple, diese Matrix zu invertieren, dann sagt Maple, dass diese Matrix singulär ist. Das ist das Gegenteil von regulär. Also regulär heißt invertierbar, singulär heißt nicht invertierbar. Also dann meckert er einfach, dass das nicht geht. Aber Sie sehen, dass all die Dinge, die wir bisher gemacht haben, Sie auch in Maple nachspielen können und wie üblich können Sie dann sich selbst überprüfen, Aufgaben stellen. Sie kennen das ja.